herzlich willkommen zur nächsten Folge von Fiete Beast Ultimate. Wie immer noch Hattel alleine, um den Sterbepoint da hinten, den ich jetzt wegmache. Die zwei Points benötige ich noch. Okay, ich habe in der letzten Folge sozusagen angesprochen, dass ich mit Manu und mit den Jona sozusagen ja teilweise wohl ab und zu mal den Updates nehmen, also dann im S-Trainier eigentlich nicht mehr so läuft, dass wir das sozusagen als Updates, als Ersatz sozusagen dann laufen lassen. Dass wir dann sozusagen Player Annihilations und Age of Empires abwechselnd machen, immer eine Aufnahmesession, das Spiel, eine Aufnahmesession, das Spiel. Und weil wir sozusagen vielleicht auch noch, weil ich, das für mich auch das erste Mal dann ist, sozusagen das Absolute Plugin verwende. Mit Spielen halt auch sozusagen, ja. Und dann könnten wir vielleicht auch sozusagen davon eigentlich auch mal eine kleine Session machen. Halt auch eine Minecraft, ein kleines Minecraft Let's Play mit Apokalypse. Mal halt spannend, dann wird sowas vielleicht theoretisch unterirdisch, halt ich mit diesen Materialien, halt mit Standard Minecraft Materialien, halt auch mit dem Mod Tinkers Konstrukt. Werden wir da auch dazu nehmen. Dann wird es eh lustig mit diesen großen Hammern, wer das vielleicht kennt. Da gibt es dann diese 3, die er schon erwähnt, 3x3 alles ausheben auf einen Schlag. Weil, das ist eigentlich auch, da, eigentlich auch sehr praktisch sein. Aber muss ja erstmal bauen. Ach, da geht die Sonne schon unter. So, dann nehmen wir uns nochmal. Da bin ich euch schon ins Mikro. Das hört übler. Gar nicht so defekt eigentlich. Ich bin schon so ein bisschen müde. Verdammt, ey. Hallo. Hier müssen ein paar Fallen aufgenommen werden. Das Feld wächst in der Zwischenzeit. Ich glaube, Nähtebatzen können wir danach schön abernten. Theoretisch. Ich werde den aus der Einheit. Nein, ich habe alles verbaut. So, dann machen wir uns doch mal das fällige Holz hacken. Und zwar einen ganzen Wald. Einen Riesenwald. So, das könnte ein bisschen dauern. Da sollte man sich doch mal Themen zur Hand legen in einer Textdatei. Wenn ich es ohne der Textdatei hätte, würde eigentlich, ich glaube, wenn, dann würde ich die Textdatei aufmachen, so, was schreibe ich denn mal jetzt da mal rein, oder was könnte man vielleicht, was würde die Zuschauer interessieren, oder was wir labern, über Geschichte? Nein, ich glaube, da schalten die Schüler ab. Die von den Zuschauern halt sozusagen Schüler sind, die werden dann abschalten, wenn ich hier mit Geschichtsunterrichtsmaterial ankomme. Das würden sie, glaube ich, eher nicht so feiern. Das, ich glaube, ein Hörnchen nicht so. Ich hätte eigentlich auch kein Bock. Irgendwelche Geschichtsinformationen euch hier runterzulabern, über Geschichte zu reden. Also auch wenn dann sich Geschichte eigentlich ja schon interessant ist und eigentlich auch wichtig wohl und wichtiges Fach hier ist. Fand der eine Lehrer, mit dem wir uns ja halt früher Geschichte hatten, der wollte dann auch immer, dass wir alle Nachrichten gucken. Das habe ich nie gemacht, weil ich nie zum Nachrichten gucken komme, wenn ich am letzten Tag am PC hocke. Ich könnte ja auch Tatische online gucken. Nein, nicht gemacht, nicht gemacht, nicht gemacht. Leider gab es ja dann das Unschöne sozusagen, dass wir ihn nicht mehr haben. Leider nicht aus dem Grund, dass er uns nicht mehr unterrichten. Weil das war ja eigentlich wohl eh ein sehr zerflochtener Fall mit den guten Herrn Gatsby. Weil das war ja sozusagen ja der Fall mit den Herrn Gatsby, dass wir ihn nicht mehr. Das ist ja. Er durfte uns wohl eh nicht mehr unterrichten, wenn wir in der 10. sind, weil an sich ist ja wohl kein voll ausgebildeter Lehrer sozusagen. Wurde uns halt auch erzählt, teilweise ja auch, oder ja selber zum Beispiel auch schon mal gesagt, dass er sozusagen eigentlich nur das erste Staatsexamen gemacht hat. Boah, da war ja auch mal was. Mal ein bisschen abschweißen von der Geschichte mit Herr Gatsby. Wir hatten auch mal einen
Wie nennen nochmal sich die. Ah ja, Referendare. So müsste es ja heißen. Halt, Referendare sind ja wohl ausbildende Lehrer und wir hatten einen, der da das erste Staatsexamen hatte gemacht. Und dann wollte er das zweite machen. So, dann die Prüfungsstunde. Wir hatten alle bei uns im Klassenraum. Die Tafel ist hier. Und er hat einen Platz mit uns, mit den Tischen. Können wir mal kurz hier kurz verschaulichen. Da ist ein Tisch, da ist ein Tisch. In der Mitte ist ein Tisch. Er hat den Zettel sozusagen so gehalten, aber der mittlere Tisch, der am nächsten der Tafel zu finden sitzt, er steht so. Die Tafel hinter ihm. Die Tafel, er sagt so. Wir saßen schon alle richtig. Aber nein, er hält die Zettel falsch rum. Und deswegen durften wir uns alle noch umsetzen. Weil er die Tafel putzen? Ja, nochmal. Ich glaube, ja, da auch. Tafeldienst eher. So, Tafel putzen. Okay. Herr Dienst, könnten wir mal Scheinbücher ziehen? Sie wollen doch, dass wir die Tafel putzen. Die Tafel ist da hinten nach ihrer Information. Ich meine, die ledige Klassenlehrerin wäre liebsten rausgerannt, teilweise. Einmal der Pflege. Ich bin halt auch der. Einer, der wohl auch ein BW dann sein wird mit. Halt der Florian. Wenn du mal schaust hier, das ist ein Christ. Aber ich glaube nicht so, dass du dich so ohne der Minecraft Let's Plays interessierst. Weil er ist sozusagen. Er wollte schon fast da einen in dieser Prüfungsstunde einen Prüfer fragen. Die Klassenlehrerin wird ja schon immer hingewiesen, sie dürfen nicht den Schülern helfen. Und der Florian hat es fast gewagt, den Prüfer sozusagen zu fragen. Hey, was soll ich eigentlich machen? So ungefähr wohl. Weil an sich wirklich kaum einer hat das bei ihnen verstanden, sozusagen. Besonders alle noch bei einer anderen Lehrerin, die Frau Nahendorf, die auch bei der Wetzalz-Schule über Tom und Zellern unterrichtet hatte. Da. Oh, ich habe meinen Standort verraten. Ja, ich war in der Schule in Oberhausen. Also, hier ist raus. In der Schule in Oberhausen, als Oberschule dort. Hallo, ist mir da egal. Glaubst du, das ist nicht mein Standort? Ich war nicht in Oberhausen. Okay, mir doch egal. Und dann sind eh manchmal vielleicht gute Leute erfahren, sozusagen. Weil, wie gesagt, ich habe eine Jacke, wo denn die Username drauf steht, also, mir doch egal, ob da jemand mal das rausfindet oder nicht. Ich meine, das wäre jetzt nicht so, dass ich hier um den Webcam reinhauen möchte. Das ist eher nicht, weil ich selber jetzt entsteht auf der Webcam. Ich muss jetzt ja noch eine Position finden, wo ich direkt hinhauen würde. Aber vielleicht irgendwann mal. Aber eher nett. Aktuell ja nicht. Vielleicht irgendwann, wenn man sozusagen anders vielleicht auch ist, sozusagen schon älter ist. Und noch wie viele Reihen haben wir denn noch hier? Holy. Ich bin jetzt bei 8 Minuten. Ich hab schon wieder fast ein. Bah, ich trinke trotzdem was. Ich kenne nicht so viel. Ich meine. Teilweise. Ja, ich hoffe, dass der Real beim nächsten Mal wieder trinken und Penny hat. Ich meine, weil an sich der Kron hat ja wohl teilweise in den früheren Let's Plays wohl eigentlich mal auch irgendwie. Anscheinend gesagt, nee, ein bisschen mal was zum Trinken dabei stehen. Ich habe ja nicht immer was zum Trinken hier stehen. Ich hatte die letzte Nacht halt die Hocke. Ist halt so, ich stehe auf. Und so wird noch ist das umgezogen und dann zack, dann rechts angeschmissen und los geht's. Na, was denn heute? Der zack, war auf einem Arc, sei Wolf, Minecraft auf Aufnahme oder was auch immer. Ja, diese, das. Ist es? Ich meine, ich kann eigentlich ja nicht so lange ohne das Trinken. Ich meine, beim Spielfeld teilweise manchmal nicht auch das Trinken. Bei manchen Spieltiteln. Ich will eigentlich auch manchmal ein Fenster zum Trinken hier. Ich hoffe, das Holz wird dann ausreichen, was wir dann hier fällen. Ich will jetzt nicht nochmal gleich noch so eine Aktion machen. Aber wenn, dann ist es halt so, da fällt ja nochmal eine Runde Holz. Wir haben jetzt hier diese praktische Holzfällerstelle. Kann ich mal was durchstehen, dass ich da die Sapling alle kriege. Wenn wir sozusagen die Baumfarmen, das ist ja auch einer der nächsten Punkte.
die Baumfern machen, dann werden wir auch eins Spruford Baum machen auf jeden Fall. Weil ich das dann nicht benutze, dann muss man wirklich. So, da doch ein Zeppelin bitte. Wie viele Stacks haben wir jetzt schon? Das deckt uns 22. Das finde ich teilweise hat sich eigentlich wohl durch den Frühjahr teilweise wohl eigentlich auch stark verändert. Weil ich muss sagen, auf meiner eigenen privaten Map, sozusagen oder meiner eigentlich schon fast erste Map, ist eigentlich meine zweite Map, meine zweite Minecraft-Map überhaupt, ist das wohl. Es ist an sich so, dass ich da halt auch sozusagen einen mega großen Wald habe, den ich mir eigentlich sozusagen halt sozusagen erschietet habe, weil ich die Zeppelins brauchte. Der Wald ist ein Stress, sonst eh nur Deko und die Zeppelins haben wir noch nicht um die Items halt geholt. War es ja auch noch ein bisschen anfällig, sozusagen mit Mods und sowas. Könnte man sich noch nicht so aus, hat man höchstens noch nicht Items. Jetzt teilweise ja hier seit der Crafting Terminal. An sich der Crafting Terminal, vielleicht kennen die Leute, das hat auch immer, vielleicht kennt ihr den ja. Deswegen, das ist halt ja auch sozusagen die Sache, vielleicht kennt ihr den Crafting Terminal, mit denen konnte man einfach mehr Mausklick sozusagen Mods installieren. Und der ist anscheinend aktuell, glaube ich, auch immer noch down einfach, der läuft nicht mehr. Deswegen darf ich jetzt auch wieder die Mods eigentlich alle manuell reinhauen. Der läuft ja nicht mehr, wenn die Minecraft die Mods waren immer noch sozusagen drin. Jetzt ist es ja sozusagen so, dass wir die Mods das alle manuell da reinhauen dürfen. Halt auch sozusagen alles, was mit Lightloader und sowas. Jetzt darf ich mich vielleicht auch mal auseinandersetzen. Vielleicht finde ich da ja auch noch eine Möglichkeit, dass ich auch noch ein Atmos. Weil an sich habe ich teilweise. Und ich werde vielleicht auch irgendwie mal gucken. Weil an sich im Atmos ist ja einer der Sound-Sachen hinzufügt sozusagen. Weil ich muss mal gucken, auf welcher Version dann eigentlich das After Humans ist, wenn ihr das machen. Weil wenn hätte ich da eigentlich auch gerne das After Humans, das, den Sound, ich meine den im Atmos drinne. Und vielleicht auch mal gucken, weil an sich hat das Zeug ja eigentlich auch Deko-Sachen mit drinne. Ja, mal gucken, ob es da vielleicht auch ein Unterkapit gibt oder ob ich da vielleicht mal was anderes mache da. Weil an sich eine Default will ich nicht spielen. Vielleicht kann man ja irgendwie es hinkriegen, Texturen aus einem anderen Texturpack so hinzukriegen, dass man sie da funktionell macht. Man sieht, das ist ja teilweise eigentlich auch eine Holztexturen, die du da vielleicht funktionell dafür machen musstest. Aber das müsste ich mal gucken, wenn wir das hier sozusagen machen. Das steht ja auch noch in weiten Sternen und die Sonne geht ja auch schon wieder unter. Es ist ja hier, du fällst und fällst und fällst und die Folge geht weiter und weiter und weiter. Wir sind schon mal 13 Minuten. Alt. 2 Minuten wären noch die alten Folgen. Weil an sich gab es ja früher eigentlich eher nur 12. Was hatte ich mit 12, 15 Minuten voll auf YouTube? Bei denen lautet Quassel trinke ich jetzt nochmal einen Schluck, ey. Na, ich muss sagen, ey, der Mann hier. Schmeckt mir nicht so wirklich, ey. Da wird das du viel in Diamant eigentlich rau bin ich das eigentlich nur habe gerade. Holy. Ja, das ist ein. Helft doch. Freu ich mal in den Armablade hier. Die Maus geht's halt mit der Tastatur sind immer noch ein bisschen zu nah. So, wir haben noch zwei Reihen vor uns. Die wird sicher noch in dieser Folge abarbeiten, auch wenn wir dann wieder vielleicht über den Mirage hatten. Werde ich die in dieser Folge auch noch abarbeiten, weil ich das jetzt nicht auf zwei Folgen arbeiten will. So. So. Einmal die ganzen Zeppelins. Ich gehe mal kurz nach Hause. Das Inventar. Ich will jetzt nicht jetzt die Turtle Twisten kratzen. Weil sich das ja da wieder verteilen würde. Ja, ein bisschen. Wo war ich eigentlich? Ich bin jetzt gerade. War ich bei noch ein Thema? Leute, war ich für ein Thema noch heute? So, dann tue ich da mal das Buch wird hier rein schon mal. Das hat aber nicht ausreichend. Die Setten hier kommen auch schon mal hier rein.
Wir machen hier mal einen Fichtenwald. Ich will jetzt unbedingt mal eine Tür haben. Nee, das wäre, glaube ich, ein Problem, oder? Ich will immer trotzdem was testen, bevor ich mir jetzt hier die Mühe mache wieder. Ich glaube, das würde nicht dienen. Nee, das wäre an sich, das wäre ein Plot. Nee. Ja, das ist das. An sich hatte ich überlegt, sozusagen, ob man vielleicht da mal eine Secret Pressure Plate hintut. Ah, die ist ja ein Plot. Ich bräuchte nur eine, die sich ja hier die gleiche Farbe hat. Ja, wir haben jetzt alles noch im Inventar habe. Innen könnte ich eine platzieren, außen eher nicht. So, dann öffnet sich die Tür ja wieder automatisch. Aber ich die Tür nicht mehr offen zu machen. Zumindest nicht mehr zu. Die vordere. Die andere Tür dann jetzt vollautomatisch. Zum Schlafzimmer habe ich ja keine Tür. So. Ja, das war ja die Überlegung sozusagen noch bei Aftermoon sozusagen vielleicht ein paar Mods, dass da auch die jetzt tun sozusagen alle auf Bären sozusagen. Da müsste man ja auch mal gucken. Halt bei einem Mod, bei Capitas Plots wäre es unnötig. Weil Capitas Plot ist ja ähnlich wie nur der, der die Textur vom Plot dann ja dann annimmt, also der Frame kann ruhig texturlos sein. Aber es ist halt anders anderes, wenn es halt sowas gibt wie Bibliotraft oder die Bevels sind da glaube ich ja auch vorhanden. Ich weiß nicht genau, was alles vorhanden ist. Wir müssen da mal gucken sozusagen. Ich habe vielleicht auch gehört, dass der da müsste wohl eigentlich mal auch selber dann das Engine Systems sein. Ich meine halt das, was hier eigentlich als ME bekannt ist. Ist ja auch dann eine neue Version, aber das müsste ich dann auch mal auseinandersetzen oder eigentlich eher mal reinkommen in das neue dann auch. Und das steht ja eigentlich noch ein bisschen weit entfernt, weil wir aktuell ja dafür ja auch erstmal reinkommen müssten. Das wird das ja auch noch mal machen. Ob es überhaupt mal Quatsch herrscht sozusagen, ob ein anderes Minecraft LP zu machen. Von den Galileen halt auch, weil. Oder ich mach vielleicht auch mal was komplett alleine. Mal gucken. Von Minecraft LP schon wieder her. Was aber ist an sich, das werde ich mir wohl vielleicht an sich sind sehr aktuell Watch Dogs, Feather Beast Ultimate, Planulations wären es ja. Das ist an sich sind zwei Projekte, aber Planulation an sich ist ja nur ein Tatwood, die dann ja immer noch kommen. Und was hatten wir denn noch? Starbound. Starbound, das ist das Projekt, das ja fehlt. Aktuell laufen ja vier Projekte, eigentlich auch noch der Bedeller, auch wenn ich da aktuell keinen Bock mehr drauf habe, weil mich die letzten Killer sozusagen statt auf die List verhauen. Und besonders wenn die nur privat machen, da brauchen ja ein paar Leute, wir kommen einfach nicht noch mehr. Nur 4-3, das ist eher. Hat einen einen Haken, der gleich den anderen mal Haken. Also da drauf keinen Bock eigentlich. Die eine voll, diese eine sehr erfolgreiche Folge, die müsste ja auch oben sein. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier eine Hinterhofplatte habe. Hinterhofplatte habe ich ja gesagt. Halt mit Ellie Batboy, der gerade auch offline ist, wie sie. Ja. Weil das ist ja sozusagen die Sache, man bräuchte dafür, wenn dann auf jeden Fall ein paar mehr. Wir müssten auf jeden Fall so vier überleben, da müssten die ja schon sein. Bestenfalls. Ich meine, dann könnte man es vielleicht wieder überlegen, sich doch mal wieder an ein gewisses Projekt ranzuwagen und ich hoffe, dass ich diesmal auch durchkriege. Und zwar Factorio, das Projekt, was ich ja sozusagen abgebrochen habe und dann sollte das wir mit S-Turnier sozusagen weitermachen. Hm, haben wir noch so ein Plottchen hier hin. Vielleicht. Ne,
ist. Das ist ja kein. Ich tut mal kurz was mitten in der Aufnahme. Ja, ich tut mal kurz was mitten in der Aufnahme. Nein, ich will mein Steam-Hauptfenster. An sich die Seite Instant Gaming, wo es ja wohl eigentlich wohl auch viele Spiele anscheinend kaufen sie halt wohl die Keys in Rabatt oder wie. Und verkaufen sie ja mit dem wohl eigentlich auch mit Gewinn halt der wieder weiter. Wollte ich mal gucken, ob die vielleicht auch was von Fatonio haben. Jetzt nochmal. Factorio, ausverkauft, schade. Mitteilung, wenn das Spiel wieder auf Lager ist. Richtig, okay. Mal später. Die wollen mich jetzt in das ziemlich einladen, mache ich aber später, mache ich jetzt nicht mit in der Aufnahme. Ich mach's sehr fertig. Aber er sagt, ich will das jetzt nicht als Zweiteiler machen, das ist Holzfällen. Und das machen wir jetzt mal alles in der Folge, weil jetzt unnötig einfach höher. Das werden wir mal immer mal gucken. Deshalb wir das dann vielleicht machen, dass wir Faktoren dann sozusagen wieder aufnehmen. Weil auch wenn wir sozusagen vielleicht noch ein Projekt reinnehmen, dann wären es ja eigentlich nur drei Projekte pro Tag. Es hält sich noch an den Rahmen, wo ich es noch annehmen kann. Mist. Weil eigentlich. Vielleicht mache ich nach dieser Aufnahmesession, sagen wir mal. An sich habe ich eine Playlist. Ich meine, an sich wollte ich eigentlich ja auch jetzt nicht nur normaler Spielekanal, an sich halt Endlos oder sowas, RPGs und sowas machen, sondern eigentlich auch das Horror-Genre machen. An sich gibt es aktuell ein einziges Horror-Video, davon wollte ich eigentlich auch mal mehr machen. Vielleicht setze ich mich nach dieser Aufnahmesession mal ran und sozusagen als zweites Projekt, was ich wohl. Das dürfte eigentlich ausreichen, oder? Ja, das sind die. Was soll ich denn dann nochmal? Ne, die Evil wird inwärts zu lange. Aber das Leben ist schon raus. Paranormal. Könnten dich mal als kleines Kurzgame sozusagen raushauen. Und halt, ja, The Room vielleicht auch. Ja, The Room eher nicht. Vielleicht Paranormal und Outlast. Und Outlast, Outlast ist mir jetzt zu lang. Ich muss halt auch darauf achten, dass ich noch genug Zeit habe. Aktuell ist der 12. Und alle Folgen müssten am 20. spätestens zur Lunge oben sein. Was halt auch das Tolle ist. Wenn ich schlupp bin. Was halt ja auch ist. An sich habe ich schon gesagt, ich bin am 20. Event. Aktuell stehen mir nichts. Weil an sich soll ich sehr ins DW in Karben gehen. Und von Informationen haben wir aktuell eigentlich nur das am 20. beginnt. Was darf ich mitnehmen? Oder sowas. Was soll ich mitnehmen? Was muss ich mitnehmen? Halt Worten sagen, klar, aber brauche ich jetzt da noch Bettwäsche oder wird die da von dort dann still immer? Sowas zum Beispiel. Wir wissen aktuell noch nicht, was ich alles mitnehmen darf, vielleicht ja auch. Ich meine, ich könnte auch sagen, ich kann die Rechnung vielleicht auch mitnehmen, aber wenn ich das ja nicht eher nicht sozusagen so wirklich will. Weil die Küste mir eher zu anstrengend wird, dahin zu bringen. Weil die Kiste ist halt so kurz, halt der. Ist jetzt nicht so, als wäre es so ein. Ganz größte, das ist ja nett, das ist ja sehr vorletzte. Das ist nicht der ganz, nicht der größte, sondern eine Stufe davor. Das ist, glaube ich, noch. Ich glaube, es ist eine Stufe größer als den hier. So, wir haben alle Bäume gefällt. Aber
wie es hier wohl weitergeht nach den Holzfällen. Seht ihr in der nächsten Folge, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.